Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial der Firma Steiner. Mein Name ist Michael Gast und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man das Ranger 8 einschießt. Für das Einschießen einer Optik und im Speziellen des Ranger 8 braucht ihr zum einen den Imbusschlüssel, der mitgeliefert ist. Ihr könnt auch ein eigenes Werkzeug benutzen, logischerweise Munition. Und es empfiehlt sich, eine Benchrest zu benutzen, um die Waffe auszurichten. Beim Einschießen der Waffe gehen wir folgendermaßen vor. Wir machen ein sogenanntes Bore-Sighting. Bevor wir mit dem Bore-Sighting beginnen, entfernen wir die Abdeckung von den Verstelltüren und die Abdeckkappe des Höhenverstellturms sowie die Skala. Danach löse ich die Madenschrauben des Zero-Mode. Der Zero-Mode ist jetzt frei beweglich und die Madenschrauben sind nach wie vor im Gehäuse des Zero-Mode. Jetzt kann ich dazu übergehen, das Bore-Sighting durchzuführen. Um das Bore-Sighting durchzuführen, müsst ihr zunächst den Verschluss entnehmen und könnt dann durch einen Blick durch das Patronenlager, durch den Lauf auf die Zielscheibe, die Waffe auf die Zielscheibe ausrichten. Im nächsten Schritt gehe ich dazu über, das Absehen des Zielfernrohrs auf die Zielmitte zu bringen. Das kann ich zum einen über die Seitenverstelltürme und den Höhenverstellturm. Den Höhenverstellturm könnt ihr mit Hilfe des mitgelieferten Imbusschlüssels verstellen. Dazu die Kante des Imbusschlüssels in die Ausbuchtung einführen und nun das Absehen durchdrehen auf die Zielmitte verschieben. Wenn das geschehen ist, geben wir die erste Dreierschussgruppe ab, um zu sehen, ob wir auf der Scheibe sind bzw. wie die Treffpunktlage des Zielfernrohrs ist. Okay, jetzt haben wir die erste Schussgruppe geschossen. Wie ihr an der Grafik seht, die Höhe passt sehr gut. Nur sind wir leider 10 cm zu weit links. Hat jetzt zwei Konsequenzen. Die Höhe passt, das heißt, wir können unseren Zero-Mode setzen. Zum Setzen des Zero-Modes drehen wir den Ring des Zero-Modes in Pfeilrichtung so lange, bis ihr einen Widerstand merkt und könnt dann die drei Madenschrauben an der Außenseite des Zero-Mode festziehen. Wenn ihr den Zero-Mode gesetzt habt und diesen mit den Madenschrauben fixiert, könnt ihr nun den Höhenturm in der Höhe verstellen und habt immer ein haptisches Feedback, wann ihr wieder auf dem Punkt seid, auf dem ihr die Waffe eingeschossen habt. Im nächsten Schritt wollen wir die Seite korrigieren. Dazu müssen wir am Seitenturm Verstellungen vornehmen. Wir haben am Schussbild gesehen, dass die Schussgruppe sehr weit links lag. 10 cm in unserem Fall. Auf dem Verstellturm haben wir eine Pfeilrichtung, da steht rechts dran. Und das ist so gedacht, rechts drehe ich, wenn ich will, dass die Schussgruppe nach rechts kommt. In unserem Fall ist ein Klick auf 100 Meter 1 cm. Wir sind 10 cm links, sprich wir müssen 10 cm in die Richtung rechts klicken. Also 10 Klick. Wenn ihr die Klickverstellung vorgenommen habt, gebt ihr erneut eine Dreischussgruppe ab, um das Ergebnis zu kontrollieren. So, wie ihr in der letzten Schussgruppe sehen könnt, unsere Korrekturen haben gepasst. Wir haben 10 cm nach rechts korrigiert und die Schussgruppe liegt dort, wo sie liegen soll. Jetzt geht es noch darum, dass wir alles wieder zurückbauen, wenn man so will. Dazu gehen wir in umgekehrter Reihenfolge vor. Wir nehmen die Skala, die wir zuvor abgenommen haben, und drehen diese auf 0 und setzen die Skala wieder auf den Höhenverstellturm auf. Im nächsten Schritt nehmen wir die Abdeckung und schrauben diese wieder auf. Die Schrauben sollten handfest angezogen sein, sodass diese sich nicht lösen können. Wenn man sich jetzt die Kappe betrachtet, sieht man noch eine Korrektur, die wir in diesem Video noch nicht vorgestellt haben. Möchte ich die Schussgruppe nach oben korrigieren, sprich nach oben verlagern, drehe ich in Pfeilrichtung der Beschriftung ab, was für hoch steht. Und im letzten Schritt schraube ich noch den Witterungsschutz auf. Und jetzt ist mein Ranger 8 justiert und ich kann damit zur Jagd gehen.